herrlich, diese Ruhe hier im Innenhafen. Wunderschön. Nein, das ist keine Bauruine. Das ist das Modernste, was Architektur zu bieten hat. Hallo Fotorocker, herzlich willkommen zum Fotorock 6.2. Diesmal am Start das Nikon 2470 2.8, das Standardzoom, der Allrounder, das Brot- und Butterobjektiv. Wir sind wieder im Innenhafen unterwegs und ich nehme euch mit auf eine Runde um den Innenhafen außen herum, um mal ein paar Motive wieder einzufangen, die nicht so dem üblichen Alltag entsprechen. Dann wollen wir mal sehen, ob wir Brot und Butter fotografieren können. Also los geht's, kommt mit! Kurz was zur Technik. Profi-Objektive mit einer Lichtstärke von 2,8 haben zwei Nachteile. Sie sind teuer und sie sind schwer. Der kleine Schatz hier ist zum Glück die Version ohne VR und wiegt 915 Gramm. Dazu die D750, die wiegt nochmal 850 Gramm. Ich habe da noch einen L-Winkel dran, also sind wir bei gut 1,8 Kilogramm. Natürlich ist es ein Vorteil, eine durchgehende Blende von 2,8 zu haben, aber es ist echt ein Klopper. Ne? Also die Runde hier ist definitiv eine Kraftsportrunde. Das hier ist der Under Pressure Style. Ich habe also hier auf dem Blitzschuh einen Gewindeadapter drauf gemacht für die Smartphone-Halterung. Der gute Under Pressure hat mir nämlich diesen Tipp gegeben, gleichzeitig zu fotografieren und zu filmen. Er benutzt natürlich dazu eine GoPro unter anderem. Der ist da technisch noch besser ausgestattet als ich. Er ist ja in der Top 10 Liga. Ich bin ja knapp darunter. Aber ich werde dann gleichzeitig filmen können mit dem Pixel 6 Pro und fotografieren können. Das habe ich nämlich oft genug vergessen. Ich bin immer losgezogen, habe fleißig fotografiert und dann fiel mir ein, oh Mann, ich habe vergessen, noch irgendwelche B-Roll-Sachen zu filmen und musste dann nochmal zurück. Das wird es heute nicht geben oder das wird mir heute nicht passieren. Was ist in meiner Fototasche? Gar nichts. Ich bin also wirklich nur mit dem 2470er heute unterwegs. Kein Stativ, gar nichts. In meiner Fototasche ist nichts weiteres drin, außer noch hier Kappe, ganz wichtig. Und ich habe es mal mitgenommen, einen ND-Filter und ich habe hier auch noch einen Polfilter. Nur vorsichtshalber, falls ich irgendwas Interessantes finde. Ansonsten nur Kabelgedönse und meine Smartphone-Tasche, ja, hier war noch Kabelgedönse drin. Ja, jetzt werde ich mein Smartphone genau hier positionieren, festmachen und dann geht's los. Dann werde ich euch mal den Innenhafen von außen zeigen. Und los geht's. Ja, der Blickwinkel hier durchs Pixel, der ist ungefähr bei 28 mm. Also komme ich jetzt nicht genau auf die 24 mm vom Nikon-Objektiv, aber es kommt ungefähr hin. Ja, so nehme ich hier meine Umwelt wahr. Jetzt sind wir auf der Rückseite quasi vom Innenhafen, auf der modernen Seite. Hier ist ein großes Parkhaus. Ist abends auch immer schön beleuchtet, tolles Motiv. Und hier kann man jetzt außen richtig schön zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes an Motiven finden.
die wir dann mit dem 2470er auch mal schön in Szene setzen können. Vor allem will ich mal sehen, ob es irgendwas gibt, wo ich dann mit den Brennweiten schön spielen kann. Der Vorteil ist ja von dem 2470er mit der offenen Blende 2.8, dass man schön freistellen kann. Also für Architekturliebhaber ist hier das volle Programm. Das hier ist das H2 Office oder H hoch 2 Office oder Wasserstoff Office, was mit Wasserstoff natürlich überhaupt nichts zu tun hat. Es sieht von oben aus wie der Buchstabe H. Und da sind zwei von nebeneinander gebaut und deswegen H hoch 2. Das Gebäude hat auch einen Preis für Nachhaltigkeit bekommen, weil es sonnendurchflutet ist, also die Geothermie benutzt und gewisse andere architektonische Kniffe noch verbaut hat. Ist also sehr, sehr energieeffizient und hier wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. Man kennt das eigentlich hauptsächlich von der Rückseite, aber gerade hier diese Form eines Schiffes oder Bug von einem Schiff ist wirklich ein ganz, ganz tolles Motiv. Und die andere Seite, die kennt man auch. Da ist die Gastronomie zum Beispiel im Innenhafen untergebracht und das ist abends dann auch immer richtig schön beleuchtet. Von der Seite nicht so spektakulär, aber trotzdem tolles Motiv. Die perfekte Kulisse für jeden Science-Fiction-Film.
diese Aussichtsplattform, die wurde extra für mich angefertigt, damit ich hier besser fotografieren kann. Von hier oben hat man nämlich einen viel besseren Standpunkt, um diese wunderschöne Architektur einzufangen. Auch ein ganz tolles Motiv. Der wird im Herbst nämlich knallrot. Da habe ich auch schon mal ein paar Bilder von gemacht. Hier mal ein kleines Beispiel vom Brennweitenbereich. Also hier sind wir bei 24 mm und jetzt zoome ich mal ganz langsam ran bis auf 70. Das ist natürlich schon toll. Also das macht wirklich Laune, dass man da ein bisschen näher rankommt.
Und jetzt, liebe Fotorocker, kommt ihr alle ins Fernsehen. Hier ist nämlich der WDR. In einem wunderschönen Gebäude. Ja, irgendwann werde ich dann auch mal entdeckt und komme richtig groß raus. Hier, ganz wichtig, da steht FSD3. Ganz wichtig. Merkt euch das. Und da bin ich. Für alle, die mit dem Bus anreisen ins Königreich Duisburg, hier ist die Bushaltestelle. Und dann geht ihr einfach ein Stück weiter und seid schon im Innenhafen. Und so sehen die Five Boats von der Rückseite aus. Geht schön rückwärts. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hinfall. Aber ich bin Profi. Perfekte Kamerafahrt. Das sind die Five Boats von der Rückseite. Wunderschön. Das hier ist mein absolutes Lieblingsmotiv, die berühmte The Curve. Und The Curve ist wunderschön, oder? Ich zeige die euch nochmal über dem Bauzaun. Nein, das ist keine Bauruine, das ist das Modernste, was Architektur zu bieten hat. Es gibt da nur ein kleines Problem, ein kleines Missgeschick sozusagen. Man hat nämlich versäumt, das ganze Gelände hier vernünftig auf Blindgänger aus dem Weltkrieg zu untersuchen. Und jetzt muss man diese Untersuchung nochmal machen, obwohl man schon angefangen hat zu bauen. Ja, ist kein Problem. Also es wird jetzt nur ein Unternehmen gesucht, was die Technik besitzt, um hier tiefe Löcher zu bohren und darin dann mit Sonden nach Blindgängern zu suchen. Kann natürlich sein, dass das Ganze dann abgerissen werden muss und neu aufgebaut werden muss. Aber das kostet ja nur eine Kleinigkeit. Also wenn ihr irgendjemanden kennt in eurer Nachbarschaft, der gerne etwas Geld investieren möchte, dann schickt den mal rüber hier ins Königreich Duisburg. Hier gibt es ein tolles Bauprojekt. Schaut noch mal, wie schön das ist. Hier extra ein Gruß an den Holger. Schöne Grüße aus der Zugstadt Duisburg. Die erste Runde ist damit beendet. Sehr architekturlastig, ich weiß, aber da kommt natürlich noch mehr. Das war ja erstmal der Anfang.
Wir sehen uns gleich, vielleicht zur blauen Stunde oder auf jeden Fall auf der anderen Seite vom Innenhafen, wo die älteren Bauwerke sind. Herrlich, diese Ruhe hier im Innenhafen. Wunderschön. We'll be right back.
blaue Stunde hat angefangen. Und jetzt versuche ich mal ein paar schöne Motive zu finden. Allerdings aktueller Stromsparmodus überall. Es ist sehr, sehr dunkel. Aber dafür haben wir hier ein paar richtig tolle Baustellenlampen. Und da kann man ja auch schon wieder was draus bauen. So zum Beispiel. Die blaue Stunde ist schon wieder viel zu schnell vorbeigegangen. Und mit Nachtaufnahmen wird es schwierig. Alles sehr, sehr dunkel hier im Innenhafen. Alle sparen Strom. Da hinten sind natürlich ein paar Lichter noch, aber ich habe ja gesagt, wir gehen mal außen rum. Hier drüben ist die Küppersmühle. Auch sehr dunkel alles. Aber vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Fazit: Die zweite Runde im Innenhafen ist zu Ende. Diesmal war das 2470-28 am Start. Ich habe versucht, den kompletten Brennweitenbereich auszunutzen und die verschiedensten Motive damit einzufangen. Es ging mir jetzt nicht darum, wirklich die schönsten Bilder zu machen, sondern ich wollte zeigen, wie man den Brennweitenbereich einsetzt. Und die 24 mm, die sind wirklich ja so eine meiner Lieblingsbrennweiten. Die sind auch gut zu handeln. Allerdings ist mir aufgefallen, bei einigen Motiven, gerade im Architekturbereich, sind die 24 mm schon ein bisschen knapp. Also da wünsche ich mir halt ein bisschen mehr oder vielmehr ein bisschen weniger Brennweite, um mehr aufs Bild zu kriegen. Aber dafür konnte ich natürlich hier bis auf 70 mm ranzoomen und das macht Spaß. Dazu noch die Offenblende 2.8, um das Motiv freizustellen. Also das ist wirklich ein tolles Objektiv. Die Schärfe ist mega. Ich habe hier die Version ohne Bildstabilisator. Die ist nicht ganz so schwer wie die mit Bildstabilisator. Und das ist auch der einzige Nachteil, muss ich sagen, das Gewicht. Das Ding ist ein Klopper. Ne? Es ist groß, schwer, aber dafür richtig gut. Ich habe mir die Daten nochmal rausgesucht. Also die Kombination hier, die D750, die wiegt also 840 Gramm. Ich habe jetzt hier noch einen L-Winkel dran geschraubt und wie ich unterwegs war, hatte ich ja noch das Handy oben drauf. Also ist das noch ein bisschen mehr. Und das 2470 ohne VR, das wiegt also 900 Gramm. Also da sind wir schon bei fast 2 Kilo. Das ist heftig. Also der Arm wurde ganz schön lang. Und die Version mit Bildstabilisator, mit VR, die ist 170 Gramm schwerer. Die wiegt also 1070 Gramm. Und als Vergleich dazu mal die spiegellose Kombination. Da habe ich die Z6II mal genommen, um zu vergleichen. Die wiegt 675 Gramm. Und das Z247028, das wiegt 805 Gramm. Das heißt, das Objektiv ist jetzt 100 Gramm leichter. Und die Kamera, die ist auch noch mal gute 200 Gramm leichter. Also das sind 300 Gramm, das hört sich jetzt nicht viel an, drei Tafeln Schokolade, aber mit der Zeit machen sich auch 300 Gramm durchaus bemerkbar. Und ja, das ist also das Einzige, was man in Kauf nehmen muss. Man muss eine Menge mit sich rumschleppen. Und das ist auch so ein Grund, warum ich das Objektiv nicht so oft benutze wie andere Objektive, die ein bisschen leichter sind. Der Brennweitenbereich wiederum, der macht schon Spaß. Also mittlerweile kann ich verstehen, warum man dazu sagt, das ist der Allrounder, das Brot- und Butter-Objektiv. Da sind ja viele Fotografen, auch Hochzeitsfotografen, die machen eine komplette Hochzeit nur mit diesem einen Objektiv. Und das ist durchaus machbar. Natürlich haben wir jetzt keinen richtigen Telebereich. Die 70 mm, ja, was ist das? Also ein bisschen mehr wie Standardbrennweite 50 mm. Aber durch die Offenblende 2.8 kann man schon gut damit freistellen. Und der Vorteil ist eben, man muss kein Objektiv wechseln,
Man kann also von Weitwinkel bis leichtem Tele alles damit fotografieren. Also das ist wirklich, wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, das wäre so ein immer drauf Kandidat, wenn der nicht so schwer wäre. Naja, ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht und ob ich dann nach meiner ganzen Testreihe wirklich sagen kann, was jetzt mein Lieblingsobjektiv, also das beste Objektiv ist. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Im Moment bin ich auch noch sehr unschlüssig. Also ich habe da nur zwei Objektive bisher jetzt mal getestet hier in dem Video oder in den beiden Videos. Das Tamron hat den Vorteil, es ist ein bisschen leichter. Das hier hat den Vorteil, mehr Brennweite. Und der nächste Kandidat, der bringt noch ein bisschen mehr Brennweite. Das ist nämlich hier das 70-300er. Und da sind wir im richtigen Telebereich. Damit werde ich die nächste Runde im Innenhafen drehen. Und da freue ich mich schon drauf. Also extremer Weitwinkel und extremer Telebereich, das sind so meine Lieblingsbrennweiten, die ich hauptsächlich benutze. Und da versuche ich dann mal im Innenhafen eine Runde zu drehen, wo ich diesen Brennweitenbereich natürlich auskosten werde. Also 300 mm, damit kann man ein bisschen Wildlife machen. Also den einen oder anderen Vogel, den habe ich da schon mal gesehen im Innenhafen, den gibt es schon. Und vielleicht habe ich ja Glück. Also da sind die 300 mm auch wirklich Minimum. Ja, also ich muss sagen, die zweite Runde ist erfolgreich zu Ende gegangen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Und zur Belohnung, weil ihr bis zum Schluss geguckt habt, gibt es noch ein paar Bilder für euch. Die haben es jetzt nicht ins Video geschafft. Die wollte ich mir für den Schluss aufheben. Und dann kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.